Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2 Britannien Campaign. Und ja, im letzten Part haben wir eine schöne Schlacht geschlagen, aber ich habe es ein bisschen verpennt, was mit der Flotte angeht. Weshalb wir hier ein kleines Problem haben, glaube ich. Moment, da speichere ich jetzt ab. Ich hoffe, wir kommen rüber. Ja, wir kommen rüber. Wir kommen rüber. Wir kommen echt rüber. Sehr gut, wir können die Stadt erobern. Was mache ich hier mit den Mini-Armeen? Ich lasse die erstmal Mini-Armeen sein. Kann ich die Armeen verbinden? Oder was ist hier drin? Da drin ist eigentlich nicht viel. Wir nehmen die Generäle und die Fernkampfeinheiten. Der Rest schicke ich mal hier oben hin. Nee, gar nicht. Der Rest soll mitkämpfen. Und dann erobern wir jetzt gleich die Stadt. Der Trampelpfad funktioniert auch. Sehr gut, wir machen langsam Geld. Und ich habe Schluck auf. Auch gut. Wir haben festgestellt, wir machen ein bisschen wenig Geld. Deshalb gucke ich, dass ich jetzt überall die Rodung zumindest baue. Damit wir etwas Geld reinbekommen. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich nur Geld durch die Rodung bekommen. Gut, dann machen wir jetzt die Schlacht um Glasgow. Genau, hier haben wir unsere Superschlacht geschlagen, nenne ich es mal. Was hatte ich dann jetzt? Ja, das machen wir selbst, dann haben wir am wenigsten Verluste. Und dann brauchen wir da oben die Burg unbedingt. Dann dreschen wir weiter durch Schottland. Wir müssen die Schotten wegbekommen und dann holen wir uns in Ruhe Irland. Und dann erst kümmern wir uns um England. Weil England hat, glaube ich, noch das Problem mit England ist mit allen im Krieg. Wir kümmern uns nebenbei auch um England. Aber erstmal nehmen wir Schottland auseinander. Zumindest Richtung Norden. Ich hätte warten sollen. Jetzt habe ich das Problem. Mist. Dass wir im Schneesturm kämpfen. Verstärkte Tore. Gucken wir mal, dass wir die kaputt bekommen. Wenn das Tor kaputt ist, sollten wir eigentlich auch reinkommen. Gut, dass wir Katapulte haben. Wenn das Tor auch kaputt ist, dann ist es... Wow, was schießt auf uns? Nein, 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 nein. Verdammt. Zurück, zurück, zurück. Der Turm kann so weit schießen. Das ist unglaublich. Kann der immer noch so weit schießen? Was eine Unverschämtheit, dass der Turm so weit schießen kann. Das Tor ist gleich kaputt, dann können wir rein. Sehr schön. Ja, ich will überhaupt nicht die Mauern einnehmen. Sehr schön. Die Tore sind offen. Jetzt zerstören wir noch das Torhaus. Und dann noch die Türme. Sicher ist sicher. Ich möchte keine Einheiten verlieren. Wir haben ja eigentlich ein bisschen Munition. Ah, komm. Naja, es kann jetzt ein bisschen dauern, bis die Türme kaputt... Was? Das glaube ich einfach nicht. Was hat der für eine... So ein Arsch. Die Reichweite ist unglaublich. Ja, dann müssen wir jetzt vorrücken, ohne Rücksicht auf Verluste. Verdammt. Ja, lasst mal die Leitern hier. Wir gehen da nämlich... Ich verliere lieber was bei den Bogenschützen als bei der Infanterie. Dann gehen wir mit den Generälen jetzt rein. So ein Arsch. Dass der so eine Reichweite hat. Richtig gemein.
So, dann gucken wir mal, dass wir ihn jetzt hier niedermetzeln. Ich meine, er hat ja angeschwächte Truppen, er hat ja nicht mehr viel. So, dann gehen wir auch mal mit der Infanterie rein. Die kann dann die Mauern besetzen. Die Bogenschützen ziehen sich jetzt mal alle bitte zurück. Ich möchte da nicht mehr so viele Verluste haben. Außerdem treffen die wahrscheinlich eh kaum was, weil die auf der Mauer sind. Dann mache ich das lieber hier mit den drei Generälen und mit der Infanterie. So, jetzt komm, mach den mal fertig. Wir machen das dann so, um die Verluste möglichst gering zu halten. Wir haben halt das Problem, dass wir die Einheiten nicht wirklich fortbilden können. Dass wir gucken, dass wir jetzt die Piazza eingenommen bekommen. Da, du sollst doch nicht so weit alleine vor. Mein Gott. Infanterie soll vorrücken. Danke. So, die Infanterie geht vor und der General und so weiter, die kommen hier von der Flanke. Geht das? Ja, das geht. So, währenddessen prügelt sich die Infanterie schon mal durch. So, sehr schön. Wir flankieren ihn hier. Das Problem wird hier werden hier die Pikenmiliz sein. Wobei wir haben Infanterie und wenn wir ihn umstellen, haben wir da. Jawohl. Dürften wir eigentlich damit kein Problem haben. Leibwache des Generals, hier die Pikenmiliz muss weg. So. Leibwache des Generals, Pikenmiliz wird jetzt auch. Jetzt lasse ich die mal durchrennen. Los, rennt da mal rein. Und dann metzelt ihr hier bitte durch. Sind erschüttert, die schwanken jetzt, sehr schön. Kämpfen gar nicht alles das Problem. Seht ihr, die stehen hier hinten. Sollen aber eigentlich hier vorne sein. So, rennt jetzt mal vor. So, jetzt sieht das Ganze nämlich schon besser aus. Okay, die Verluste sind doch geringer als erwartet. Sehr schön. Ja, wir verlieren einiges bei der Leibwache, aber es ist okay. Wir müssen halt jetzt die Pikiniere hier ausschalten. Die sind das eigentliche Problem. Das Problem ist auch, dass wir auf der Piazza kämpfen, dass er halt eine unglaubliche Moral hat. So, aber wir haben ja schon den General bekommen, das ist das Gute. Wie sieht das hier aus? Könnt ihr jetzt mal hier den Rest bitte fertig machen? Eigentlich sollten die hier längst schon kaputt sein. Also vor allen Dingen bei der Geschwindigkeit. Die falsch eingestellt war noch. So, jetzt haben wir gleich die Stadt eingenommen, sehr schön. Und die Verluste waren sehr, sehr gering. Vielleicht hätte ich das mit dem Bogenschützen gar nicht machen müssen. Das, was auf den Mauern ist, ist mir egal. Aber dass der die Onaga gekriegt hat, ne? Dann ist ja schon ein bisschen arschig. Ja, Schlacht beenden. Oh, Mann. Nee, hinrichten. Massakrieren. So. Wie machen wir das jetzt? Was sind das? Wow, das sind ja nur ein paar Einheiten. Okay, das können wir gleich in der nächsten Runde mit der Kavallerie machen. Sehr schön. Dann mache ich das Offscreen hier mit der Kavallerie, dass ich die hier aufreibe. Oder vielleicht kommt er ja auch zu uns. Reparatur, ja, die Mauern auf jeden Fall.
Wollen wir einen Kaufmann haben, der kostet keinen Unterhalt, würde uns aber Geld in die Kasse spielen. Das ist gut. Die Einheiten lasse ich mal da stehen. 55%. Okay, das kennen wir schon. Oh, wow. Okay, der hat nicht viel. Was ist hier drin? Ja, okay, das ist auch nichts. Das kann man mit der Kavallerie wegwaschen. Das ist echt nichts. Auch mal ein neues Video. Oh, Waffen. Nein. Oh, sie haben ihn gekriegt. Okay, aber Spione kosten, glaube ich, auch Unterhalt, ne? Oder? Spione? Wo kann ich denn welche rekrutieren? Mal eben gucken. Ah, ich glaube hier oben auf jeden Fall. Ja, Spione kosten Unterhalt. Okay, wir kriegen jetzt 100 mehr pro Runde. Ja, schon mal gut. So, ein bisschen Geld kriegen wir auch. Nächste Runde. Die Schotten ziehen sich zurück. Die Engländer kommen. Diebesgilde verfügbar. Wo in Glasgow? Ja, das ist gut. Dann werden unsere Diebe... König... Ja! Wo? Ja! Bisschen bessere Armee wäre schön gewesen. Aber sehr geil. Sehr geil. Unser König ist eingetroffen. Jetzt haben wir auch eine vernünftige Flotte. Aber... unser Unterhalt ist jetzt rapide gestiegen. Aber jetzt können wir in Ruhe hier durch den Norden waschen. Sehr schön. Was nehmen wir mit? Der König ist schon alt. Wir nehmen ihn hier mit. Und dann marschieren wir jetzt hier runter. Sehr geil. Oh, und wir haben unsere Spezialeinheit dabei. Gotländische Fußsoldaten. Dann können wir jetzt hier schön den Hafen... Oh ja, den Hafen, den Hafen. Der Hafen wäre nice. Der würde uns richtig Geld einbringen. Die Ortswache. Ich muss halt gucken, so ein bisschen, dass wir hier Geld bekommen, ne? Das Bordell bringt uns kein Geld. Vor allen Dingen jetzt brauchen wir unbedingt Geld. Wo ist denn hier unser Spion? Da ist einer, okay. Okay, das ist der Kaufmann. 53, 64, 40, 25, 66. Ja, nehmen wir 66. Okay, dann nehmen wir euch alle mit. Ja, euch nehmen wir alle mit. Zwei Infanteristen nehmen wir auch noch. Wikingerräuber, effektiv gegen Panzerung. Ja, wir nehmen die beiden Einheiten noch mit. Ihr bleibt in Glasgow mit ihm hier. Ja, das passt. Sehr schön. Dann können wir mit ihm hier die Burg erobern, die schottische. Was ist denn da drin? Ja, nichts, das kann man automatisch machen. Ja, kaum was verloren, sag ich doch. Ausrauben. Sehr geil. Jetzt können wir hier unsere Einheiten fortbinden. Nee, gar nicht. Verdammt, aber wir brauchen halt Einheiten, nordeuropäisch. Benötigt Kultur Norweger. Ich will meine Truppen fortbilden können. Okay, hier ist nur noch Edinburgh. Okay, Edinburgh ist nicht so schlecht, wenn das da bleibt. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Siedlungen von... Wow, die Schotten sind nicht mehr so stark, die haben nur noch 3 Siedlungen. Fällt mir jetzt mal gerade so auf, spontan, ne? Wow. Dann haben wir die echt gut dezimiert. Sehr hoher Steuersatz. Aber ich hätte gerne dann die Kirche. Nächste Runde. Da kommen jetzt die Schotten. Wow, da ist eine... Ja, der schottische König ist vermutlich auch gekommen. Die Schotten hatten vermutlich auch gelernt. Brennlodern in Schottland die Flammen der Unabhängigkeit. Ein neuer Held tritt zu Tage, der sich die Vereinigung von Schottlands Clans zur Aufgabe gemacht hat. William Wallace. Trotz seines niederen Adelsgeblüts versammelt er Tausende von Kriegern. Ein jeder mit Freiheit im Herzen und einem Schwert in der Hand.
Wow, das wird jetzt, ja, den nehmen wir. Das wird ekelig. Sag ich einfach mal. Der war da vorne, na toll. Wir haben keine Onager hier drin, das ist blöd. Du blödes schottisches Schiff. Dankeschön. Kleinstadt wächst, Kirkwall. Jawohl, das ist gut. Dann bauen wir die auch mal aus. Oh ja, wir haben gut Geld gemacht. Gut, dann gucken wir jetzt gleich mal durch. Ich habe doch irgendwo einen Kaufmann rekrutiert, nicht? Oder habe ich den schon gesetzt? Anscheinend ja. Wenn ich muss, würde Ah ich ja, Sie da um eine unten, genau. vergessliche Sprache. Da reparieren wir. Hier haben wir die Straßen gebaut. Das ist sehr wichtig für unser Netz. Hier können wir jetzt die Bogenschützen fortbilden. Das ist auch sehr gut. Ja, da könnten wir die Wikingerräuber. Oder halt die Huskale. Genau das ist wichtig. Wir brauchen die Ritterstelle. Dann bleiben wir hier noch eine Runde drin. Ich dachte, wir könnten hier Diebe rekrutieren. Diebesgilde, ja, doch Diebe, ja. Da haben wir noch vier Huskale drin. Die holen wir uns mal. Wir brauchen die Kaff. Schicke ich dann da langsam hoch. Dann haben wir jetzt Geld gemacht. Das ist gut. Nee, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Verdammt. Da sind wir schon auf sehr hoch. Da geht auch nicht weiter. Nächste Runde. England, was willst du? Heute bringen wir euch den Adel. Waffenstillstand. Ja, willst du auch Handelsrechte? Meint ihr, das Sehr Land auf gut. Dann kriegen wir jetzt dadurch Wir Geld. freuen uns, euch bald wiederzusehen. Ja, nehmen wir auch. Du Wir blödes warten auf englisches euer Schiff. Schiff. Da haben wir gerade Frieden mit denen geschlossen. Und dann sowas. Baubericht, ach, an die Ortswache, sehr schön. Ja, hier können wir jetzt ordentlich Geld scheffeln, das ist gut. Die Marineakademie oder den Händlerkai? Der Händlerkai ist eigentlich. Ja, komm, der Händlerkai wird uns ordentlich Geld bringen. Jetzt müssen wir gucken, was wir halt bauen können. Überall. Wie gesagt, wichtig ist halt, dass wir Geld in die Kasse bekommen. Ein Kornmarkt, der bringt uns Geld. Straßen sind eigentlich auch wichtig. Verbessert Straßen und Handel, ja. Ich meine, auf Inseln bringt zwar nicht ganz so viel, aber es ist trotzdem nicht verkehrt, Straßen zu bauen. So, hier stellen wir uns auf die Brücke. Kirkwell baut es schon aus. Warte ich hier auf die Kaff? Eigentlich ja nicht. Ich möchte eigentlich hier schon die nächste Stadt erobern. Da sind nochmal Bogenschützen gewesen. So, die schicke ich auch schon mal einen weiter. Wie lange kann der halten? Die 11 Runden. Ja, wir lagern einfach mal. Was? Das ist nicht gut. Ja, nehmen wir. Castletown, auch da, okay. Was ist da jetzt gelandet? Ein Onager. Ja gut, das kennen wir ja schon. Stadtmiliz. Sperrmiliz. Ja, rekrutieren wir noch eine Sperrmiliz. Die sollten das eigentlich aufhalten. Das ist nur ein Onager. Mission gescheitert. Ach ja. Ja, habe ich vergessen. Die belagern wir auch einfach mal. Aus dem Grund, dass die Armee da rauskommt. Und dann haben wir die Straßen. Oh ja, wir machen jetzt viel Geld pro Runde. Das ist gut.
aber ich bräuchte nochmal, wo ist denn jetzt hier? Ja, meine Spione sind abgekackt. Genau, wir haben ja nur noch einen. Wo ist der Held hin von dem? Frage ich mich gerade. Hier könnten wir Infanterie nachholen. Kampfbonus, guter Kampf. Wir holen uns drei abgesessene Uskale. Geld, Geld. Sehr hoch. Nee, noch nicht. Aber schon mal die Kirche. Auch die Kirche. Du könntest zu einer Burg verbessert werden. Hier könnten wir jetzt auch Huskale rekrutieren. Nächste Runde ist die Stadt größer. Kleine Kapelle. Ja, was machen wir? Eigentlich will ich mich hier lieber hier unten aufbauen. Sind wir auch eigentlich schon ganz gut dabei. Ja, komm, den Ledergärtner. So, nächste Runde. Da ist er. Darauf habe ich... Oh, nee. Nicht euer Ernst. What the fuck? Ich krieg den Krise. 91 Generalseinheiten und Armee mit 3 Erfahrungen und was. Ich krieg die Krise. Und was hast du? Okay, wenn wir die Schlacht gewinnen, haben wir wenigstens etwas geschafft. Aber Leute, das mache ich im nächsten Part. Ich brauche erstmal eine Pause. Also dann, haut rein. Ciao.